Oder hat die jetzt an Bord alles keins FPÖ. Zahl 2 nimmt 3, also und unter den Strich kommt dann heraus, dass man sich eigentlich der Lebensmittelverschwendung selbst auch ein großes Anteil dazu zuzuschreiben können, weil der Großteil landet dann wirklich in den Mülltonnen, weil das wird dann eingeräumt, im Kühlschrank, im Kasten, bleibt dann liegen, Tage, Wochen, ja, Monate, und bis ranzig ist und die Mindesthaltbarfrist abgelaufen ist. Man kann dann nichts mehr tun und man ist genauso in dem Kreislauf schon gefangen bezüglich der Lebensmittelverschwendung. Und das hat der Rechnungshofbericht ganz klar und deutlich an seinen Zahlen und Fakten, was er erhoben hat, hervorgehoben, dass der private Haushalt den meisten Lebensmittelverschwendung verursacht. Und da können wir uns, glaube ich, alle selbst an der Nase da nehmen und dazu beitragen, um das ohne irgendeinen großen Aufwand oder ein System auszuarbeiten, können wir wirklich minimieren und verhindern. Und in dem Sinn möchte ich auch dazu nochmal beitragen und sagen, es geht wirklich viel, viel schlechter als wir uns. Aber wir können da einen Beitrag dazu beitragen, aus mit der Lebensmittelverschwendung in dem großen Ausmaß. Und die Datenlage, ja, die ist halt auch sehr bedürftig, wenn da aus verschiedenen Jahren erhoben wird, aus der Landwirtschaft, glaube ich, aus 2012 und aus 2017, das kann man nicht wirklich gut vergleichen. Sie haben in Ihrem Bericht angeführt, dass da evaluiert werden muss und dass man auf eine gemeinsame Datenlage kommt und das auch wirklich zielstrebig nachverfolgen kann. Danke.